Lol, what, Leute, eine weitere Reaction kommt hier natürlich auch noch weiterhin raus. Aber wie würde Fortnite als Anime... aussehen, ne? Der YouTuber Kios hat hier auf jeden Fall eine mega, mega coole Animation gemacht, wo ich schon ein paar Sekunden mal reingeguckt habe und sah auf jeden Fall mega fett aus und da wusste ich, darauf muss ich reagieren. Originalvideo ist natürlich unten verlinkt, es ist meine Reaction, ich werde darauf einen Saft ablassen. Als allererstes natürlich mal den Like da lassen. Und ich würde mal sagen, wir schnackern nicht lange. Geht auch nur 2 Minuten, ganz schnell, ist aber mords cool gemacht für alle Anime-Fans. Wenn ihr natürlich neu auf dem Kanal seid, wisst ihr Bescheid. Macht das mit Sound nochmal von vorne, Leute. So. Hören wir uns das mal an. Schon mal mit so einem typischen Anime-Intro, da werden auch japanische Zeichen. Ist das Fortnite auf Japanisch? Interessant ist es auf jeden Fall. Ist schon cool gemacht, ne? Für eine selbstständige Animation ist das schon echt cool gemacht. Der Hamster im Baller war auch gerade cool. Truck, Banane, laufen da. Oh. Das erinnert mich an Seven Deadly Sins, ne? Das Opening von dem. Erinnert mich so ein bisschen daran, glaube ich. Aber im Prinzip auch fast alle anderen Animes. Yeah! Jonesy sieht voll badass aus. Das sieht so badass aus. Oh! Bunker Jones hier! Ja, mit Rocket Launcher hast du so voll gewonnen. Da kommt Bunker Jones hier! Ist das cool oder was, Leute? Ist das geil oder was? Es erinnert mich auf jeden Fall an Seven Deadly Sins, ne? Aber die Transformation von Boy Jonesy zu Ghoul Trooper, allein schon hier, wie badass er aussieht, ne? Aber dann kommt diese Transformation hier. Kommt diese Transformation zum Ghoul Trooper und das sieht richtig badass aus, ne? So richtig Anime-Style. Und dann hier mit der Sichel ist auch eine mega coole Position. Das sieht besser aus als die gesamte Story von Fortnite, ne? Er gibt mehr Sinn und hat ein besseres Zusammenschluss mit dem ganzen Charakteren und so weiter, als alles, was wir in Fortnite haben. Da philosophieren wir von Utopia-Skins und Ruin-Skins, zerstört die Karte. Letztendlich wissen wir da einen Scheißdreck. Wahrscheinlich gibt's da nicht mal wirklich eine Story, ne? Aber allein diese Szene hat mehr Story. Da siehst du wenigstens, wer gut und böse ist, ne? In Fortnite ist das immer so, denkt ihr was aus, jeder ist gut und böse. Und dann kommt diese Badass Power-Up da nochmal rein, ne? Zack, kommt rein. Wer gehört eigentlich zu einem Bo- Und das ist die geilste Stelle. Sowieso, ne? In Anime sind immer die Typen mit dem langen Bart, sind immer die absoluten OP-Typen, die absolut mächtig sind, ne? Die haben immer den langen Bart. Bleach war genauso. Und bei Naruto haben die auch die Typen mit den langen Bärten. Das waren immer so die alten Eisen, die komplett OP sind. Und hier ist das auf jeden Fall Bunker Jones, ey. Auf jeden Fall in seinem Training im Bunker hat sich ausgezahlt. Und zu den bösen Wichtigen gehört Ruin, Demiskin, Ghoul Trooper und der Iconic. Und der Ghoul Trooper ist Anführer von den ganzen. Ist cool gemacht. Ist cool gemacht. Also die Musik ist anscheinend von Gintama, wenn das jetzt so stimmt. Ghoul Trooper nimmt erstmal Raketenlauncher. Zenith gegen Iconic. Zack. Und dann kommt Bunker Jones hier an und rettet den ganzen Feig mit einem Hammerschlag. Das ist badass. Das ist badass, Leute. Das ganze Ding ist einfach noch badass, ne? Ist mega cool gemacht. Und auf jeden Fall Props an die Arbeit. Props an die Arbeit. Mega gut animiert. Für eine Fan-Animation auf jeden Fall, ne? Die Charaktere sind gut animiert, haben Mimik und Effekte sind drinne. Checkt es aus. Bei Kios findet ihr vorne Anime-Versionen und Linken und drinne. Hinterlasst schöne Grüße in den Kommentaren und auf jeden Fall ein Like da lassen bei dem Typen und vielleicht auch ein Abo, auch wenn da so es aussieht, spanischen Content macht oder französischen. La Boutique, ne, ist französisch. Ist französisch. Ist wie Baguette, Leute. Es würde mich freuen, wenn ihr Abo-Button reinhaut, oben rechts auf das i klickt und auf jeden Fall die Clash Royale-Videos auscheckt. Würde mich auf jeden Fall freuen, die jetzt auf diesem Kanal natürlich laufen. Und gebt mir Flosse. Flop.